Es ist offiziell. GZSZ-Star Felix von Jascherow nimmt in diesem Jahr am Dschungelcamp teil. In wenigen Tagen fällt auch schon der Startschuss. Doch wie geht es für ihn bei GZSZ weiter? Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, seit Ende des vergangenen Jahres ist offiziell bestätigt. Was lange vermutet wurde, GZSZ-Star ist Teil des Dschungelcamp Cast 2024. Der Schauspieler ist nicht der erste GZSZ-Star, der sich dem Abenteuer im australischen Dschungel stellt. Bereits 2015 hatte sein Kollege Jörn Schlönvogt an der beliebten TV-Show teilgenommen und es auf den zweiten Platz geschafft. 4 Jahre später versuchte Felix van Deventer sein Glück und landete ebenfalls auf Platz 2. Ob Felix von Jascherow an seinen Kollegen vorbeizieht und es ihm gelingt, die Dschungelkrone einzuheimsen, bleibt abzuwarten. Ab dem 19. Januar können die Fans des Schauspielers täglich bei RTL sehen, wie er sich im Dschungel sowie in den Prüfungen schlägt. Währenddessen müssen sie jedoch bei GZSZ auf ihren Liebling verzichten. Felix von Jascherow nimmt nur eine kurze Auszeit. Wie der Schauspieler nun in einer Pressemeldung von RTL verriet, habe er die Dreharbeiten für die beliebte Vorabendserie bereits vor Weihnachten beendet, um vor der Abreise nach Australien noch einmal gemeinsam mit seiner Verlobten ein wenig Energie zu tanken. Direkt nach dem Ende der TV-Show werde er dann wieder wie gewohnt für GZSZ vor der Kamera stehen. Ich drehe ab dem 12. Februar wieder für gute Zeiten, schlechte Zeiten. Meine Rolle John wird dann im Frühling wieder in der Serie zu sehen sein, wie immer mit viel Familie, Action und tollen neuen Geschichten. Die GZSZ-Stars sind nicht nur gelegentlich in beliebten TV-Shows wie Let's Dance oder dem Dschungelcamp zu sehen, sondern auch auf der großen Kinoleinwand. Wer von ihnen den Sprung zum Film geschafft hat, erfahrt ihr in diesem Video, doch was passiert eigentlich mit seiner Rolle in seiner Abwesenheit? Wie Felix von Jascherow ausplauderte, werde John in dieser Zeit gemeinsam mit seiner Frau Laura, Krisanti Kawasi, Urlaub machen. Und dieser scheint es in sich zu haben. Der Schauspieler teaserte zudem eine große Veränderung für das Paar an. Wie es mit Laura weitergeht, das wird sehr spannend. Abschied. Meine Kollegin und Serienfrau Krisanti Kawasi geht bekanntlich bald in Babypause. Felix von Jascherows Kolleg Sternchen-Innen drücken ihm schon jetzt die Daumen. Bereits an seinem letzten Drehtag hat der Schauspieler zahlreiche Glückwünsche und Tipps von seinem Kolleg Sternchen-Innen erhalten. Auf ihre Unterstützung kann der GZSZ-Star also zählen. Manche seiner Fans hingegen sehen seine Dschungelcamp-Teilnahme eher kritisch. Ein paar meiner Follower auf Instagram waren nicht begeistert. Aber da stehe ich drüber. Es ist ja meine Entscheidung. Schon jetzt hat Felix von Jascherow ein Ziel. Er will es mindestens genauso weit schaffen, wie seine Kollegen vor ihm. Finale wäre schon toll. Ich gehe aber ganz entspannt an die Challenge ran und freue mich auf alles, was nun auf mich zukommt. Ob ihm das mitgelingt, werden wir in den kommenden Wochen auf RTL erfahren.